Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Agrargespräch von Bayer und Agrarzeitung zum Thema Zukunft ländlicher Raum, innovativ oder doch abgehängt. Der ländliche Raum rückt mehr und mehr in den Fokus politischer Debatten und Auseinandersetzungen. Und das nicht ohne Grund, denn rund 50% der Bevölkerung in Deutschland leben im ländlichen Raum und rund 46% der Wertschöpfung hierzulande findet im ländlichen Raum statt. Es geht also um was? Es geht um Wertschätzung, es geht um viele Menschen und es geht natürlich auch um Wertschöpfung. Und deswegen hat zum Beispiel die aktuell noch amtierende Bundesregierung die Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse ins Leben gerufen, um den ländlichen Raum zu stärken, um den ländlichen Raum noch mehr zum Wirtschaftsmotor zu machen, aber auch zu einem attraktiven Lebensraum und um für gleichwertige Verhältnisse auch in Sachen Infrastruktur zwischen den städtischen Zentren und den ländlichen Gebieten zu sorgen. Der ländliche Raum ist auch Standort, an dem viel Innovation stattfindet, denn im ländlichen Raum findet die Landwirtschaft statt und die Landwirtschaft steht gerade vor einer sehr grundlegenden Transformation, Stichworte Digitalisierung, Stichworte Precision Farming, und diese Technologien werden, so die Erwartung, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mehr und mehr in der Landwirtschaft Einzug erhalten, also wird der ländliche Raum dadurch auch zum Schauplatz für Innovation und Hightech und Entwicklung. Ländliche Räume sind aber auch Sehnsuchtsorte für Städter, die dort Entschleunigung suchen, die dort auch die heile Welt suchen, eines teilweise doch recht romantisierten Bildes der Landwirtschaft. Und auf diese Weise ist dann das Verhältnis zwischen Stadt und Land dann bisweilen auch geprägt durch Missverständnisse, die es zu überbrücken gilt. Und wir wollen jetzt hier in der nächsten Stunde darüber sprechen, wie ländliche Räume zu Wirtschaftsfaktoren gemacht werden können, wie sie zu attraktiven Lebensräumen für die Menschen im ländlichen Raum gemacht werden können und auch bleiben. Und wir wollen natürlich auch, Stichwort Corona-Pandemie und die Beförderung dessen, was so gemeinhin unter New Work läuft, der Entkopplung von Arbeitsplatz und Zentrale des Arbeitgebers, mobiles Arbeiten, Homeoffice, was ja auch Chancen eröffnet für ländliche Räume, für die Wirtschaft dort. Und auch da wollen wir mal einen kritischen Blick drauf werfen, inwieweit der ländliche Raum davon nachhaltig profitieren kann. Bevor ich Ihnen jetzt die Diskussionsrunde vorstelle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchte ich Sie sehr herzlich einladen. Beteiligen Sie sich an unserer Diskussion. Stellen Sie Ihre Fragen an die Runde im Chat. Und wir sind dann bestrebt, möglichst viele Ihrer Fragen im Laufe der Diskussion zu beantworten. Und zunächst möchte ich hier sehr herzlich Petra Bentkemper in der Runde begrüßen. Sie ist Präsidentin im Deutschen Landfrauenverband und bewirtschaftet außerdem gemeinsam mit ihrem Ehemann einen Milchviehbetrieb in Nordrhein-Westfalen. Sie hat außerdem auch in der Zukunftskommission Landwirtschaft gesessen, die gerade gestern ihre Empfehlungen für eine zukunftsfähige Agrarpolitik
an Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben hat. Und für Frau Bentkämpfer ist es eine Herzensangelegenheit, Frauen im ländlichen Raum und weibliches Unternehmertum im ländlichen Raum zu stärken. Herzlich willkommen. Dann begrüße ich Peter R. Müller. Er ist seit 2019 Geschäftsführer der Bayer Crop Science Deutschland GmbH. Er hat zunächst Betriebs- und Volkswirtschaft studiert, bevor er seine Karriere im Bayer-Konzern begann, die durch viele Führungsposten, auch internationale Führungsposten, geprägt war, bevor er dann das Ruder bei Bayer Crop Science Deutschland übernahm. Bayer Crop Science Deutschland verdient sein Geld mit Landwirten und will der Landwirtschaft, das ist auch erst kürzlich bekannt geworden, neue Erlösmodelle eröffnen. Dann freue ich mich, dass Carina Konrad heute bei uns ist. Carina Konrad ist seit 2017 Mitglied im Bundestag für die FDP. Sie ist außerdem studierte Agrarwissenschaftlerin und bewirtschaftet gemeinsam mit ihrem Ehemann und Vater einen Acker- und Viehzuchtbetrieb. Und ihr ist es als Liberale eine Herzensangelegenheit, den ländlichen Raum durch Entbürokratisierung zu stärken und dadurch Unternehmergeist freizusetzen. Und last but not least begrüße ich Dr. Andreas Möller. Er ist ehemaliger Journalist und heutiger PR- und Kommunikationsprofi. Außerdem ist er Buchautor, der sich gerne auch mit dem Widerstand gegen Wissenschaft und Technik und auch mit der Landwirtschaft befasst. Sein Buch Zwischen Bullerbü und Tierfabrik, in dem er für eine realistische Sicht auf die Landwirtschaft wirbt, hat für viel Aufsehen gesorgt und das Buch hat Herr Möller 2019 den Kommunikationspreis des Verbands Deutscher Agrarjournalisten bekommen. Ja, und er wirbt dafür, Landwirtschaft nicht nur als Sehnsuchtsort, nicht nur als Bullerbü zu begreifen, sondern auch als die innovative Hightech-Branche, die Landwirtschaft nun mal ist. Ja, herzlich willkommen zusammen. Dann möchte ich direkt mal aus aktuellem Anlass mit Frau Bentkämpfer starten. Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat ja gestern ihre Empfehlungen für eine zukunftsträchtige Agrarpolitik an die Bundesregierung, an Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben. Und dort in diesem Empfehlungspapier wird auch der ländliche Raum thematisiert. Und dort kommt die Zukunftskommission dann zu dem Ergebnis, dass mit agrarpolitischen Mitteln alleine eine positive Entwicklung gerade der sozialen Funktionen im ländlichen Raum nicht zu schaffen sei. Was ist denn damit gemeint und was brauchen wir stattdessen? Ja, guten Morgen in die Runde. Ja, die Zukunftskommission, Sie haben es gesagt, ich bin etwas gestolpert über den Begriff, ich habe in der Zukunftskommission gesessen, genau. Also wir haben, das war der richtige Ausdruck, weil wir haben unendliche Sitzungen gehabt und ich bin wirklich froh, dass wir das so auch insgesamt mit nächtlichen Sitzungen, die da zum Schluss noch dazu kamen, dass wir das so gut zu Ende führen konnten. Und ja, die Zukunftskommission, in der Zukunftskommission haben wir uns mit dem Thema ländliche Räume wirklich nur ganz kurz befasst, und zwar im Bereich soziale Handlungsfelder. In diesem Arbeitsbereich habe ich mitgearbeitet und ja, also ich glaube, es steht doch fest, dass der Rückgang der Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die Dörfer unglaublich verändert haben. Also und auch das wirtschaftliche, das soziale Leben auf dem Land. Also wenn ich überlege, was die Stellung der landwirtschaftlichen Betriebe, was das für den ländlichen Raum früher bedeutet hat, also auch und für das Dorf. Also ich würde mal sagen, das war ja so die tragende Säule in so einem Familienbetrieb, also ob ökonomisch, sozial oder kulturell auch so in einem Dorf. Und es hat sich ja extrem wirklich auch verändert. Und einfach, weil es wesentlich weniger Betriebe gibt. Und ich denke schon, dass es das ganz wichtig für das Gelingen oder für ein gutes Miteinander, es braucht es gute Miteinander einfach im ländlichen Raum, um
Und dafür braucht es ganz viele aktive Akteure, die mit ihren Ideen wirklich auch mit ihren Ideen natürlich im Zusammenhang mit lokalen Unternehmen, mit natürlich einer positiv gestimmten öffentlichen Verwaltung, wo es partnerschaftlich möglich ist, auch Ideen zu entwickeln und natürlich dann gemeinsam mit der Zivilgesellschaft. Das alles braucht es, um wirklich auch so das soziale Leben auf dem Lande aufrechtzuerhalten. Und da ist so die Aussage aus der Kommission, und das ist einfach nicht allein mit dem finanziellen, mit der finanziellen Förderung, mit den Instrumenten der Agrar- und Umweltpolitik erreichbar, sondern wir sehen das wirklich auch, oder wir haben es ganz klar gesehen, dass es eine Querschnittsaufgabe ist über alle Ministerien, dass es wirklich auch gute Abstimmungen braucht innerhalb der Ressorts, was gehe ich an, und natürlich auch der beteiligten Gebietskörperschaften. Also grundsätzlich, natürlich braucht der ländliche Raum eine starke Förderung und ist ein wirklich starkes Handlungsfeld in der Politik. Aber es braucht die Menschen, die einfach aktiv unterwegs sind und die sich stark machen für ihre ländlichen Räume. Das sind sehr, sehr oft ehrenamtliches Engagement. Also man muss das ehrenamtliche Engagement stützen, sagen Sie. Dann haben Sie das Stichwort gegeben, es ist nicht alleine eine agrarpolitische Aufgabe, sondern eine Querschnittsaufgabe. Und ich meine, diese Idee greift ja das Gremium der Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse auf, das die Bundesregierung vor, 2019 initialisiert hat. Und da gibt es ja dann zum Beispiel auch eine Selbstverpflichtung des Bundes, Forschungseinrichtungen und Behörden künftig auch bevorzugt in ländlichen Gebieten anzusiedeln. Frau Konrad, was halten Sie denn von diesem Ansatz? Und zielt die Kommission da in die richtige Richtung, oder gibt es da vielleicht auch andere politische Mittel, um genau das zu erreichen, was Frau Benkemper gerade skizziert hat? Ja, guten Morgen erstmal auch von mir in die Runde. Ich will mal ein bisschen anders anfangen. Heute Morgen kann man in der Welt die Schlagzeile lesen, dass Deutschland nicht mehr Exportweltmeister ist im Maschinenbau. Wir wurden im letzten Jahr abgelöst von China, die mittlerweile mehr Maschinen exportieren, als wir das tun. Und das ist ja erstmal ein Befund, der auch ein bisschen darauf hinweist, was zu tun ist. Wir haben einen ganz starken Maschinenbau, an dem auch natürlich indirekt die Landwirtschaft hängt, denn auch gerade viele Maschinen kommen aus der landwirtschaftlichen Produktion heraus, der im ländlichen Raum angesiedelt ist. Die Wirtschaft in ländlichen Räumen ist ein Kraftzentrum, was auch zu unserem Wohlstand geführt hat, den wir heute haben. Und wenn wir einfach mal sehen, wo stehen wir heute, 82 Tage vor der Bundestagswahl, an der neue Weichen für Deutschland gestellt werden, dann muss man einfach sagen, Deutschland ist heute überbürokratisiert und unterdigitalisiert. Und hier gibt es viel zu tun, viel mehr als Behörden nur im ländlichen Raum gezielt anzusiedeln, sondern auch den Unternehmen mehr Freiräume zu schaffen, sie zu entschlacken. Die landwirtschaftlichen Betriebe gehören da ausdrücklich dazu. Und wenn man sich mit den Menschen unterhält und fragt, was braucht ihr, dann ist neben der Antwort, wir brauchen auch Fachkräfte, gut ausgebildete junge Leute. Vor allen Dingen eins, wir brauchen Planungssicherheit, um zu wissen, wie es mit uns in die Zukunft geht. Wir brauchen eine Wertschöpfung auf den Betrieben. Und natürlich brauchen Menschen, die jeden Tag aufstehen und arbeiten, auch eine Wertschätzung für ihre Arbeit. Und hier kann und muss auch Politik in Zukunft viel mehr leisten. Hier müssen Rahmenbedingungen und Weichen anders gestellt werden als in der Vergangenheit. Wir haben in Zukunft neue Aufgaben, denen wir uns stellen müssen. Und ich finde, wir stellen oft in Deutschland ganz klein die falschen Fragen. Die richtige Frage würde vielleicht auch lauten können, wie ernähren wir in Zukunft 9 Milliarden Menschen auf der Erde? Dafür haben wir nicht mehr so wahnsinnig viele Ernten zur Verfügung, um uns auf diese Herausforderungen einzustellen. Und aber in Mitteleuropa durchaus Standortfaktoren, die ganz maßgeblich dazu beitragen können, hier auch Beiträge zu leisten, während wir sehr stark über Extensivierung und weniger Erträge und Verzicht und klein reden, ist die Herausforderung eine ganz andere, gerade auch mit Blick auf den Klimaschutz, zu dem auch Landwirtschaft und Maschinenbau ein wesentlicher Beitrag leisten kann. Und hier würde ich mir wünschen, dass wir die Debatten auch über den Punkt einfach Ansiedlungspolitik von Seiten der Bundesregierung zu leisten, mehr auch dahin führen, wie können wir Innovation, wie können wir mehr Technik und wie können wir auch eine Entfesselung der Betriebe in ländlichen Räumen viel besser hinbekommen. Und da gibt es unglaublich viel zu tun.
Frau Konrad, das ist ein gutes Stichwort. In 2,5 Monaten werden die Karten neu gemischt. Es wird eine neue Bundesregierung gewählt. Nehmen wir einmal an, die FDP ist an dieser neuen Bundesregierung beteiligt. Was machen Sie denn dann anders? Und was tun Sie dann konkret für die ländlichen Räume? Ja, wir hoffen doch sehr, dass die FDP an der nächsten Bundesregierung auch mit beteiligt sein wird. Darauf arbeiten wir jetzt erstmal jeden Tag hin und wir haben ein Wahlprogramm vorgelegt, was unter dem Geist steht, dass wir auch einfach Betriebe entfesseln müssen, Belastungen senken müssen, auch in steuerlicher Hinsicht einfach mehr finanzielle Freiräume schaffen müssen für die Betriebe, um auch eine Innovationskraft zu entwickeln und wieder neu zu entfesseln. Das ist ein Befund in diesem Jahr, den man eigentlich spürt, wenn man jetzt auch wieder mit den Betrieben und mit den Menschen auf dem Land in Kontakt treten kann, dass sich viele doch sehr eingeengt fühlen, gefesselt fühlen, an der eigentlichen Arbeit gehindert fühlen. Und hier müssen wir unglaublich viel ändern, an ganz vielen Stellschrauben drehen. Und ohne jetzt das Wahlprogramm der FDP in Gänze hier vorlesen zu wollen, kann ich Ihnen aber sagen, dass zumindest, also dass die Haltung eine ganz andere sein wird und dass die Aufbruchstimmung und auch der Geist es trägt, dass wir Menschen individuell auch viel mehr Chancen nochmal zutrauen und ermöglichen müssen. Und da gibt es viel zu tun. Gut, bleiben wir mal kurz beim Punkt Wirtschaftsförderung. Herr Müller, Bayer Crop Science verdient sein Geld mit Landwirten und so gesehen auch mit dem ländlichen Raum. Und Sie setzen ja auch sehr stark auf das Feld der Digitalisierung, auf digitale Dienstleistungen, digitale Tools. Wie nehmen Sie das denn im Moment wahr? Können Sie diese Tools überhaupt überall an den Mann bringen? Passt dazu die Infrastruktur oder ist da nur Luft nach oben? Also um vielleicht das Ganze zu beginnen mit einer Antwort, die Antwort zu beginnen mit einer persönlichen Erfahrung. Vor meinem Job in Deutschland war ich in Indien tätig. Und in unserem Job sind wir halt viel in der Landwirtschaft im ländlichen Raum unterwegs. Und die Erreichbarkeit in Indien im ländlichen Raum war wesentlich besser als in Deutschland, in weiten Teilen Deutschlands zumindest. Das spricht ja schon mal Bände. Also ich glaube, wir brauchen sowohl den Ausbau des Glasfasernetzes, aber vor allem auch 5G in der Tat, wie es so schön heißt, an jeder Milchkanne, wenn wir da weiterkommen wollen. Das betrifft die Landwirtschaft, aber eben nicht nur die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft als Kern des ländlichen Raums, aber der ländliche Raum steht ja noch für weitaus mehr. Wenn wir die Chancen nutzen wollen, die Corona uns jetzt geboten hat, nämlich im Grunde genommen die Migration aus der Stadt heraus, wieder in den ländlichen Raum, die Verlagerung auch von Arbeitsplätzen, die man durchaus digitalisieren kann, wenn man so will, in die konzentrischen Ringe um Städte, um Ballungszentren hinab, in den ländlichen Raum rein, dann brauchen wir die Digitalisierung, also die Schaffung der Infrastruktur, um den ländlichen Raum auch wieder im Grunde genommen an das gesellschaftliche Leben noch stärker anzubinden. Also die Investition in die Infrastruktur ist für uns, für die Landwirtschaft, für den ländlichen Raum von elementarer Bedeutung. Gut, sehen Sie denn, weil Frau Konrad hat gerade sehr auf Bürokratie abgehoben, aus der Unternehmerperspektive, können Sie eine konkrete Stellschraube nennen, wo man wirklich direkt entbürokratisieren könnte? Na, also ich glaube, Entbürokratisierung, da gibt es nicht die große Schraube. Dafür haben wir einfach viel zu lange und viel zu intensiv bürokratisiert. Ich glaube, es wird eine Kernarbeit werden. Es ist nicht der eine große Stein, den man umdrehen kann, sondern es sind ganz, ganz viele kleine Steine, die wir umlegen müssen, um Landwirtschaft zu entfesseln und den ländlichen Raum auch wieder unternehmerisch zu prägen, gesellschaftlich wieder auch stärker reinzuholen in die gesellschaftlichen Strukturen insgesamt. Ich finde, da muss man, ich kann nicht die eine kleine Maßnahme irgendwie nennen. Und ich glaube, das ist einfach ein Riesenschwung an Maßnahmen, die wir da machen müssen. Das ist eine Kernarbeit. Das ist wirklich eine Herkulesaufgabe, die vor uns liegt. Wir haben das über Jahrzehnte hinweg nahezu perfektioniert, wie wir uns selber in den ländlichen Raum auch herrlich bürokratisieren und so ein Stück weit auch gängeln wollten. Das muss jetzt aufhören. Da müssen wir in die andere Richtung gehen, aber dringend. Gut, dann würde ich jetzt mal gerne auf Sie, Herr Müller, zurückkommen wollen. Sie haben ja sozusagen, wenn es um die Landwirtschaft geht, die Perspektive des Kritikers.
Und wir haben jetzt hier schon gehört, es muss sich was ändern. Wir brauchen eine andere Politik für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum. Wenn Sie jetzt auf die Bundestagswahl schauen und die Konzepte, die dafür von den einzelnen Parteien auf den Tisch legen, wie hoffnungsfroh sind Sie da, dass da der große Ruck jetzt durchs Land gehen wird, buchstäblich? Ja, guten Morgen erstmal auch von meiner Seite. Ich bin großer Fan der Digitalisierung und auch des Maschinenbaus, mit dem Frau Konrad gerade eingestiegen ist. Ich glaube, sowohl Frau Konrad als auch Herr Müller haben eben schon ein paar wichtige Teile angesprochen. Wir haben wahrscheinlich nicht den einen Hebel. Und wenn man sich die Parteiprogramme, die Wahlprogramme jetzt anguckt, ist es erstmal interessant zu sehen, welche Themen dort angesprochen werden. Und dass sie sehr häufig natürlich auch im Kontext der sonstigen Themen stehen. Ich glaube, was nicht so richtig verstanden wird und was auch vom Verbraucher her im Alltag möglicherweise nicht antizipiert wird, ist dieses Dreieck, in dem sich die Landwirtschaft eigentlich heute befindet. Auf der einen Seite eines liberalisierten Weltmarktes, auf der anderen Seite eben eines immensen Druckes, so wird er zumindest wahrgenommen, auch des Lebensmitteleinzelhandels. Wir haben weiterhin das ganze Thema Regulatorik. Es ist angesprochen worden, viele, viele kleine Stellschrauben. Nur mal ein Beispiel oder ein Eindruck, den ich habe. Ich glaube, es geht auch, wenn man mit Milchbauern spricht, gar nicht so sehr darum, dass man sagt, der Preis allein ist es. Also es geht um die Frage, das ist Maschinenbau übrigens nichts anderes, Economy of Scales, kann ich überhaupt erweitern? Ja, soll in Mecklenburg zum Beispiel Niedermoor wiederverwendet, vernässt werden? Sind bauliche Erweiterungen etwas, was man auf der Investitionsseite tätigen will? Hat man den Eindruck, auch nach der Borchardt-Kommission zum Beispiel, dass die Mehrerlöse zum Beispiel direkt in die Baumaßnahmen fließen. Also all diese Dinge. Und ich glaube, das ganze Thema gesellschaftliche Akzeptanz, auch das ist schon angesprochen worden. Also eben auch sozusagen auf der psychologischen Seite das Gefühl zu haben, einen wichtigen Beruf auszuführen, der gewertschätzt wird, der auch während der Corona-Pandemie systemrelevant war. Ich glaube, das ist sozusagen ein ganzes Bündel von Dingen, die im Alltag möglicherweise gar nicht immer schlechten, wegen der schlechten Absicht, aber so in sozusagen in der Komplexität zwischen Weltmarkt und dem, was man öffentlich so wahrnimmt, nicht richtig auf die Straße gebracht wird. Und wenn ich jetzt nochmal zurück zu Ihrer Frage mir die Parteiprogramme angucke, die Wahlprogramme angucke, Frau Konrad hat es angesprochen, die Regulierung, Digitalisierung bei der FDP sehr stark, bei der SPD habe ich den Eindruck, geht man sehr stark auf das Thema Arbeitnehmerrechte, gerechte Entlohnung. Den quantitativ größten Anteil haben in der Tat Union und die Grünen, denen das Thema ländlicher Raum, Landwirtschaft insgesamt eingenommen wird. Bei den Grünen sicherlich in einer ganz anderen, in einem anderen Kolorit, als das bei der Union der Fall ist. Ich will da keine Präferenz aussprechen, aber was mir bei der Union gut gefallen hat, ist etwas, was weniger konkret ist, sondern tatsächlich dieses Thema Psychologie adressiert. So Begriffe wie Bauernbashing oder allgemeine Wertschätzung oder generelle pauschale Verurteilung der Landwirte, das sind Themen, die sich in der Tat, wie ich finde, zu Recht in einem solchen Programm eben auch finden. Und das sind Themen, wie gesagt, an denen man aus meiner Sicht weiterarbeiten muss, weil es sind eben nicht immer nur die harten Faktoren, sondern es ist tatsächlich auch ein allgemeines Klima, so etwas, wie man Gesellschaft eben wahrnimmt für das, was man gerade tut. Und insofern, ich würde an der Stelle mal stoppen. Wir kommen sicherlich gleich noch auf das Thema zu sprechen. Genau. Ja, ich würde da gerne anknüpfen. Frau Bentkemper, Sie sind ja auch Landwirtin, aktive Landwirtin. Und inwieweit sind zwar dann im ländlichen Raum angesiedelt, aber inwieweit sind diese Dichotomien, diese Missverständnisse, diese ja geringe Wertschätzung gegenüber Landwirten auch dort selbst ein Thema, mit dem Sie konfrontiert sind und Ihre Verbandsmitglieder? Ja, es steht natürlich bei uns Landfrauen schon lange auf der Agenda, dass wir uns dass wir wissen oder dass wir sagen, wir brauchen einen intensiven Kontakt mit der Gesellschaft, mit den Verbraucherinnen, mit den Verbrauchern. Wenn ich so an unsere einmal zurückgucke, sind Landfrauen die ersten gewesen, die so in den Anfang der 70er Jahre schon
Urlaub auf dem Bauernhof angeboten haben. Also da wurden schon Gästezimmer angeboten. Und das war eigentlich, für mich sind das so die ersten Schritte gewesen, so mit der Bevölkerung wirklich in Kontakt zu treten und die Möglichkeiten also zu nutzen, einfach Landwirtschaft auch zeigen zu können und das familiäre Leben, was bedeutet es, in der Landwirtschaft unterwegs zu sein. Und das zieht sich natürlich bis heute weiter. Wir merken als Verband auch, wir haben ja wir haben 450.000 Mitglieder und davon kommt nur noch ein geringerer Teil kommt aus der Landwirtschaft. Alle anderen Frauen, die in unserem bei uns Mitglied sind, sind dem ländlichen Raum verbunden. Und da merken wir innerverbandlich ja schon, dass wir eine Menge tun müssen, um wirklich zu zeigen, wie funktioniert Landwirtschaft. Wir machen das mit Aktionen wie Pumps at Bauernhof, dass wir sagen, kommt mal zu uns und wir versuchen da so ein Vertrauensverhältnis einfach aufzubauen. Denn ich aus meiner eigenen Erfahrung muss sagen, habe so ganz persönliche Anfeindungen nie erleben müssen. Wir leben hier am Stadtrand von Bielefeld und liegen hier an einem Radweg haben natürlich auch den ein oder anderen Kontakt mit Menschen, die hier einfach nur vorbeikommen. Und es ist ganz wichtig, immer offen auf diese Menschen zuzugehen und mit ihnen zu sprechen. Und da bin ich auch bei einem Punkt, wo ich sage, auch mit Kindern. Es ist unglaublich wichtig, dass wir Kinder Schulklassen auf die Höfe holen. Ich habe mal gefordert, jedes Kind muss einmal in seiner Schulzeit auf einem Bauernhof gewesen sein. Das kriegen wir nicht hin, weil dafür gibt es zu viele Kinder und zu wenig Höfe und zu wenig Möglichkeiten, einfach das durchzusetzen. Aber diese Möglichkeit, und ich glaube, wenn wir uns alle erinnern, an außerschulischen Unterricht, den wir mal genossen haben, da bleibt unglaublich viel hängen. Und das sind so diese kleinen Dinge, da müssen wir einfach sehen, dass wir wieder direkt miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir gehen können, um mehr also Dialog sozusagen zu fördern. Ne? Nun würde ich da an der Stelle mal fragen, Herr Müller-Bayer, ist es ja auch ein Anliegen, ein realistisches Bild der Landwirtschaft zu vermitteln und ein Verständnis für Landwirtinnen und Landwirte. Was können Sie denn dann tun, um jetzt die Landfrauen, um die ländlichen Betriebe, um die in ihren Ansinnen zu unterstützen? Absolut. Auch wir sind interessiert, den ländlichen Raum, Landwirtschaft zu thematisieren und näher zu bringen. Wir haben mittlerweile 4 sogenannte Bayer Forward Farms, auf denen wir thematisieren, was Landwirtschaft insgesamt tut, aber auch speziell nochmal, was wir im Rahmen der Landwirtschaft eigentlich tun, also die Themen Pflanzenschutz und damit verbundene Themen, Biodiversität, Bienengesundheit, Anwenderschutz, vergleichbare Themen. Also wir erklären uns selber auch. Wir führen da sehr viele, zum Teil auch Schulklassen über den Raum. Lehrerverbände kommen zu uns, unterschiedliche Multiplikatoren. Wir versuchen selbst aktiv zu erklären. Einerseits. Andererseits, Frau Bendkemper und wir hatten schon mal darüber gesprochen, wir haben ein sogenanntes Ambassador-Programm. Wir haben das selber mit unseren Mitarbeitern angefangen, dass wir vor Jahr und Tag schon natürlich vor der Situation standen, wir als Industrie, wir müssen uns erklären, was tun wir eigentlich? Wir arbeiten für die Landwirtschaft. Was ist es, was wir tun? Denn wir stehen ja auch sehr oft in der Kritik. Und das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass wir eigentlich die Leute zu wenig abholen. Was heißt das eigentlich, Pflanzenschutz? Was heißt das, Technologie in der Landwirtschaft eigentlich auch einzusetzen? Wir haben ein sogenanntes Ambassador-Programm ins Leben gerufen. Die Idee war, dass die besten Botschafter wir eigentlich selber sein können, unsere Mitarbeiter. Wir sind ganz oft in Situationen der Gartenfeste, Familienfeiern damit konfrontiert, uns zu erklären, du arbeitest bei Bayer und dann noch im Pflanzenschutz. Nein, was machst du denn da? Und da haben wir unsere Mitarbeiter im Grunde genommen damit ausgestattet, mit Informationen, mit Inhalten,
damit man die leicht transportieren kann, und B, auch geschult in der Art und Weise, wie man diese Informationen auch rüberbringt, wie man mit Konflikten auch rüberbringt. Und das ist natürlich auch das, wovor Landfrauen und Landwirtinnen und Landwirte auch regelmäßig stehen, am Acker, am Ackerrand, auf den Feldwegen gestoppt zu werden, teilweise auch persönlich sehr scharf angegriffen zu werden. Da muss man erstmal mit der Situation umgehen, sich selber auch kontrolliert halten. Mhm. Um dann auch die Nachrichten rüberbringen zu können, ins Gespräch zu kommen, in den Dialog. Das sind Konfliktszenen. Also nicht jede Situation der Kommunikation ist immer konfliktiv. Teilweise sind es auch ganz normale Gespräche, wie Frau Bentkemper das geschildert hat, Schulklassen, die auf den Hof kommen, oder einzelne Personen, die Frau Konrad sicherlich auch auf ihrem Hof besuchen. Ne? Aber auch da geht es, wie bringe ich eigentlich das Thema Landwirtschaft rüber? Also ich glaube, uns selber in die Lage zu versetzen, Landfrauen, Landwirtinnen, Landwirte, alle, die im ländlichen Raum unterwegs sind und was mit Landwirtschaft zu tun haben, die auch sozusagen auszubilden, zu schulen, um mit solchen Situationen umzugehen. Da sind wir dabei, das haben wir begonnen, sind ein Stück weit natürlich durch Corona auch aufgehalten worden, aber da werden wir fortsetzen. Gut, also da sozusagen auch ein bisschen auf den Ansatz einzahlend, jeder Einzelne ist gefragt. Herr Möller, du, diese Missverständnisse zwischen Landwirtschaft und Nichtlandwirten ist ja Ihr Leib- und Magenthema oder eines der Themen. Nun hatte ich mal an Sie eine Frage, und zwar hat ja Frau Bentkemper auch gesagt, es gibt ja, wurden schon sehr früh auch gerade von Landfrauen Ansätze geschaffen wie Urlaub auf dem Bauernhof, was ja auch für mehr und mehr Betriebe ein ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor ist, oder auch Landgastronomie, Hofcafés, Hofläden. Nun stelle ich mir da immer die Frage, das wird ja auch sehr gerne angenommen, auch wenn ich jetzt mal hier bei uns im Frankfurter Umland unterwegs bin, aber inwieweit tappt man da auch als Landwirt ein Stück weit in die Falle, ja, jetzt vielleicht auch aus Marketingkalkül solche Klischees und Sehnsüchte zu bedienen? Und ist das legitim? Ja, das ist so eine Art Landlust-Effekt, ne? Genau. Ich wollte meinem Vorredner einfach nur noch mal beipflichten, oder meiner Vorrednerin auch. Ich glaube, es ist erstmal ein wichtiger Anfangspunkt, dass man differenziert und einfach sagt, nicht jedes Gespräch. Manchmal sind die Landwirte dort auch mittlerweile so ein bisschen in einem Schützengraben und sind vielleicht auch leidgeplagt. Und da ist das Nervenkostüm manchmal, wie ich finde, nachvollziehbarerweise auch etwas dünner. Es lohnt sich, genau hinzuschauen. Ich möchte trotzdem, wie soll ich sagen, etwas warnen davor. Wir dürfen auch nicht naiv sein. Ich glaube, was sich fundamental verändert hat zur Generation meiner Eltern, ist, dass die Meinungsbildung über den ländlichen Raum und die Landwirtschaft beim Großteil der Menschen heute eben nicht mehr empirisch erfolgt. Das heißt, ein Großteil der Menschen, genau wie über das Naturbild insgesamt, sozusagen hat ein medial vermitteltes Bild über die Landwirtschaft, dessen Durchschlagskraft quantitativ, wenn Sie den Twitter-Blasen und so weiter folgen, ist das sicherlich nur eine Teilrealität. Aber die Durchschlagskraft eines Frontal-21-Berichtes hat natürlich, ist eine ganz andere, als wenn Sie 10, 20, 30 sehr redliche, gute Versuche mit kleinen Schulklassen und so weiter machen, die genau das Gegenteil einfach zeigen. Ich glaube, das ist sozusagen ein Faktum, dem wir uns stellen müssen oder das wir zumindest im Hinterkopf haben müssen. Ich würde es deswegen trotzdem nicht unterlassen und nicht sagen, dass man aufgrund der größeren medialen Wirkung anderer Kanäle das Gute im Kleinen unterlässt. Aber das ist, glaube ich, wichtig für eine Situationsbeschreibung, die eben anders ist als vor 40 Jahren. Zu Ihrer Frage mit dem Hofcafé. Ja, ich denke, jede Volkswirtschaft funktioniert immer auch betriebswirtschaftlich. Das heißt, genau wie der Milchbauer, der Nebenerwerbslandwirt ist in Bauer in Bayern, heute großflächig Photovoltaik vielleicht auf einem Stall drauf hat und selbstgemachte Konfitüre anbietet und zwei Fremdenzimmer, so gucken natürlich eben auch die Hofcafés im Frankfurter Umland, glaube ich, war das, was diese gerade angesprochen haben. Was ich problematisch finde, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ist natürlich, dass man damit ein Bild von Landwirtschaft suggeriert, was einem möglicherweise danach auf die Füße fällt. Also ich habe mal gehört, auch nach einem Gespräch, dass man zu mir kam und sagte, naja, lassen Sie doch, wir verdienen mit diesem Image der kleinbäuerlichen Betriebe, so ein bisschen diese Landlust-Idylle, eigentlich ganz gutes Geld. Und ich habe dann zurückgefragt, aber was ist denn sozusagen mit der Veredelungswirtschaft im Weser-Ems-Land oder, keine Ahnung, den Maisbauern in Mecklenburg und so weiter, wie fallen die denn da drunter? Und ich denke, da kommt dann sehr, sehr stark manchmal auch der Binnenblick und sagt, das ist jetzt nicht so unser Bier. Ja? Also die Pflanzenzüchter haben nicht zwangsläufig vielleicht die Landwirtschaft im Ganzen dort auf dem Schirm, wie es jetzt, weiß ich nicht, irgendeinem Putenmesser geht, und umgekehrt ganz genauso. Also
Ich denke, das muss man heute anbieten im Sinne der Heterogenisierung und dessen, was Kunden erwarten können, kann es auch ein Weg sein, glaube ich, überhaupt noch einen Kontakt, eine Tuchfühlung zur Landwirtschaft irgendwie herzustellen. Wenn man allerdings den Eindruck vermittelt, und das war so ein bisschen euphemistisch eben mit dem Landlust-Effekt gemeint, dass das reale Bild sei, dessen, wovon wir heute ausgehen können, die Antwort liegt auf dem Tisch, muss das nicht nochmal strapazieren, dann sozusagen suggerieren wir ein Bild, das natürlich so nicht einzuhalten ist und das vielen anderen im Zweifelsfall eher schadet, als dass es ihnen nützt. Frau Bentkemper, wie sehen Sie das? Wie kann man diesen Spagat lösen? Auf der einen Seite zu sagen, naja gut, ich verdiene mit so ein bisschen Landlust-Idylle mein Geld, auf der anderen Seite aber auch Verständnis für moderne Praktiken zu wecken, wie... Sie sind stumm. Sorry. Also ich muss sagen, machen nicht gerade auch die Hofcafés, diese vielen Möglichkeiten, die landwirtschaftliche Betriebe bieten, auch den Charme natürlich des ländlichen Raumes aus. Also das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Ich habe das in Corona-Zeit jetzt so erlebt, da wurden wirklich Ausflüge, die Familienausflüge, die gehen nie zusammen einkaufen. Also nach Möglichkeit wurden alle mitgenommen, weil es so wenig Möglichkeiten gab, rauszugehen, kamen die in die Hofläden. Und das ist schon etwas, was die Menschen brauchen. Andererseits auch, und das sagen wir auch ganz klar unseren Landwirtinnen, dass diese Diversifizierungsmöglichkeit ist eine große Chance. Und da immer auch ein zweites Standbein aufzubauen, ist ganz wichtig. Und auch in dem Bereich sehe ich gute Möglichkeiten. Natürlich können Frauen heute auch einen landwirtschaftlichen Betrieb leiten. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich sage auch immer zu unseren Landwirtinnen, ihr müsst gucken, dass ihr ein eigenes Standbein auch findet, dass ihr einen eigenen Verantwortungsbereich habt. Da hat natürlich auch was mit Absicherung zu tun. Und da sind gerade diese Möglichkeiten über Hofcafés, über Urlaub auf dem Bauernhof, einfach gute Möglichkeiten, sich da wirklich auch ein eigenes Standbein aufzubauen und ja auch eine gewisse Absicherung dann zu haben. Also im Prinzip dann auch eine wirtschaftliche Chance ganz dezidiert für Frauen im ländlichen Raum. Ich würde nochmal zurückkommen auf Wirtschaftspolitik, nämlich, ja, ich habe hier gerade eine Zuschauerfrage, ist bei uns eingegangen, da würde ich mal gerne Frau Konrad zu hören. Und zwar möchte da einer unserer Zuschauer, eine Zuschauerin wissen, gibt es unternehmerische Ansätze oder vielleicht auch unternehmerische Rezepte dafür, Höfe ohne Nachfolgegeneration für Neueinsteiger attraktiv zu machen? Denn auch das ist ja eine Realität des ländlichen Raumes, der sich fortsetzende und an Schärfe gewinnende Strukturwandel. Naja, also die Frage würde ich mal andersrum beantworten wollen. Also bisher ist mir nicht bekannt, dass irgendwo Flächen, die nicht bewirtschaftet werden von denen oder die übergeben werden und nicht in der eigenen Familie bleiben, nicht bewirtschaftet werden. Also den Zustand haben wir ja in Deutschland bisher bei allen Debatten, die wir natürlich weiter darüber führen müssen, wie die Entwicklungen auch bei Pachtpreisen und vielem anderen sind. Die sind ja auch zum Teil getrieben durch die Nullzinspolitik. Also es ist ja auch eingebunden in einen größeren Kontext und nicht ganz so einfach zu lösen. Aber dieser Punkt Neueinsteiger in die Landwirtschaft und aus dem Null heraus Landwirt zu werden, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es so kapitalintensiv ist. Es gibt ja kaum einen Arbeitsplatz, es gibt Arbeitsplätze, die sind noch teurer als ein Arbeitsplatz in der Landwirtschaft, aber ein Arbeitsplatz in der Landwirtschaft ist eben schon aufgrund der Ausstattung, die man da braucht, Maschinen, Technik, Stallungen, aber auch Land, einfach unglaublich teuer. Es gibt im Moment Entwicklungen, gerade im Bereich Urban Farming, Aquakulturen und viele mehr Möglichkeiten für Quereinsteiger landwirtschaftlich aktiv zu werden. Das sind realistische Optionen, die auch finanzierbar sind. Nur die Frage richtet sich ja auch mehr in die Richtung von Subventionen und staatlichen Unterstützungen. Und da muss man auch sagen, also da bin ich auch liberale genug, um zu sagen, da müssen wir auch überlegen, wie sinnvoll sind denn da auch einzelne Maßnahmen und welche Programme machen denn dann auch am Ende Sinn zu unterstützen.
Und die sind meistens heute nun mal auch sehr stark an die Fläche gebunden, die unternehmerischen Zuwendungen, die es da heute gibt. Von daher ist das ein schwieriges Thema, kein einfach zu lösendes. Aber der Punkt, den Frau Bentkämper gemacht hat, ist ein ganz wichtiger. Wenn wir über die Landwirtschaft selbst reden und Chancen, die sich daraus ergeben, ist es ein Zwiespalt. Malen wir eine Landidylle, die es gar nicht gibt, oder bedienen wir auch eine Sehnsucht ganz aktiv, nach der auch eine Zahlungsbereitschaft von Kunden besteht, dann sind es oft die Frauen auf den Betrieben, die genau adressieren können. Und das ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass es oft die Frauen auf den Betrieben sind, die eben anfangen mit den Kindergeburtstagen auf dem Hof oder die Ferienbauernhöfe oder viele andere Kleinigkeiten, die ja auch wieder eine ganz wichtige Wirkung in der Öffentlichkeitsarbeit haben. Und was ein politischer Punkt ist, den man hierbei vielleicht auch machen könnte, ist einfach, dass wir auch in Zukunft Bildungsangebote in Schulen schaffen müssen, die ganz gezielt auf die Ernährungsbildung gehen. Da passiert schon einiges in Kindergärten inzwischen, wo auch wieder selbst gekocht wird, wo es oft auch Landfrauen sind, die diese Arbeit übernehmen, Teilzeitkräfte, die auch nicht zuletzt auch von den Landfrauen unterstützt, da tätig werden und Kindern auch im kleinen Alter wieder beibringen, wie man sich ernährt, wie man auch regionale Wertschöpfungsketten wieder wertschätzt. Darum geht es ja letzten Endes, auch wenn wir über eine Stärkung der ländlichen Räume und der Landwirtschaft in ländlichen Räumen reden. Und das ist eine Bildungsauftrag, das ist kein kurzfristiger, Effekt, den wir da auch machen müssen. Und Bildung, noch ein kleiner Punkt dazu, findet halt auch gerade in Ausbildung von Landwirten statt. Da können wir viel von den Winzern lernen, die natürlich auch Marketing und Öffentlichkeitsarbeit wie selbstverständlich heute mitlernen in der Ausbildung. Das ist in der Landwirtschaft noch nicht überall üblich, aber ich glaube, für die Zukunft unbedingt nötig. Also Öffentlichkeitsarbeit stärken und vielleicht können sich dann auch die Unternehmerinnen, die Landfrauen dann unter einer FDP-Bundesagrarministerin, einem FDP-Bundesagrarminister über gezielte Förderung freuen. Wir warten da mal ab, was da kommt. Und ich würde auch noch gerne einen anderen Punkt ansprechen, wo ja auch oft die Hoffnung mit verbunden wird, dass man wieder auch mehr Arbeitsplätze im ländlichen Raum konzentriert, ländliche Räume attraktiver macht, auch gerade für alle jene, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen wollen, Teilzeit arbeiten möchten, keine hohe Pendeldistanz haben. Herr Müller, nun ist es ja so, in der Corona-Pandemie haben ganze Belegschaften dezentral aus ihren Homeoffices gearbeitet. Und es war auf einmal, hat der Unternehmensstandort, der physische, gar nicht mehr so eine Rolle gespielt. Und da frage ich mich, ist das, wenn das ein Effekt ist, der anhält, kann das aus Ihrer Sicht die ländlichen Räume stärken? Beziehungsweise wie offen sind Sie als Bayer Crop Science, wenn sich jetzt jemand bei Ihnen meldet und sagt, ja, ich möchte für Bayer Crop Science Marketing machen. Ja, ich möchte für Sie als IT-Spezialist arbeiten. Aber ich möchte das gerne aus meinem Homeoffice auf der Schwäbischen Alb tun. Ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin eigentlich nicht dafür bekannt, dass ich jetzt der größte Visionär in meinem unternehmerischen Handel bin. Ich bin da normalerweise eher ganz nah bei Helmut Schmidt. Aber was die Sachen, wie es so schön heißt, New Ways of Working, die neue Arbeitswelt angeht, da werde ich ausgesprochen visionär. Ich glaube Ihnen, dass wir die Pandemiesituation, die wir gerade kennengelernt haben, mit Sicherheit nicht in die Zukunft tragen wollen. Aber vieles von den positiven Elementen, die wir alle kennengelernt haben, da werde ich mich für einsetzen, dass das zumindest in dem Umfeld, das ich mitgestalten kann, so bleiben wird. Konkretes Beispiel. Wir hatten letzte Woche eine Personalkonferenz oder auch Talent Review, wie das heute so schön heißt. Da haben wir nämlich genau über unsere Annahmen der Vergangenheit gesprochen, die da hießen, nein, wenn ein guter Außendienstler Karriere machen will, Teamleiter werden will, muss er mal über die Zentrale nach Langenfeld kommen. Das heißt, für Sie oder ihn umziehen in Langenfeld, zumindest auf einer Commuting-Basis während der Woche arbeiten, am Wochenende nach Hause fahren oder mit Mann und Maus ins Rheinland umziehen. Diese Annahme ist gefallen, die wird es nicht mehr geben. Also jemand, der aus dem nördlichsten Norddeutschland oder aus dem südlichsten Süddeutschland Karriere bei uns machen will, kann dort bleiben, hin und wieder mal nach Langenfeld oder Monheim kommen, in die Zentrale, ja klar. Aber ansonsten ist diese Annahme gefallen, das wird so sein. Wenn wir neue Partner suchen im ländlichen Raum, Agenturen, die müssen nicht mehr um die Ecke herum in der Stadt sein oder in der Nähe von uns. Das ist uns eigentlich egal, wo die dann sitzen werden, weil die Art und Weise der Zusammenarbeit eine ganz andere geworden ist. Nochmal, ich glaube nicht, dass wir in den Extremen der alten Welt
und in extrem einer Pandemiesituation entscheiden müssten. Das Leben dazwischen wird sich bewegen, oder? Das Leben wird sich dazwischen bewegen. Aber ich glaube, dass der ländliche Raum ein Riesenpotenzial hat, vieles, auch viele Arbeitsplätze in unterschiedlichsten Sektoren, nicht nur in Betrieben wie in unseren, aus den Städten rauszuholen, in den ländlichen Raum zu holen. Und eben weil viele Funktionen, viele Arbeitsplätze in Unternehmen, die im städtischen Raum gewesen sind, digitalisierbar sind und somit auch verlagerbar. Das ist eine Riesenchance des ländlichen Raums. Wenn der ländliche Raum, wenn wir das nicht nutzen, sind wir selber schuld. Aber da ist auch ein Stück weit die Politik gefragt. Wir müssen die Infrastruktur, wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen. Und damit sind wir wieder bei meinem Eingangsstatement. Infrastruktur, Glasfasernetz, 5G und so weiter und so fort, bis hin aber auch zu arbeitsrechtlichen, vertragsrechtlichen Fragen. Sie müssen steuerlich angegangen werden. Frau Konrad, schon mal eine Hausaufgabenliste für die Politik. Frau Bentkemper, ich wollte da noch mal einhaken. Es gibt ja auch ganz, auch schon vor Corona, die Ideen oder Konzepte, Coworking Spaces zum Beispiel im ländlichen Raum zu fördern. Und da gibt es ja auch das schöne Beispiel der niedersächsischen Landfrauen, die jetzt mit einem mobilen Coworking Space durch die Lande getourt sind. Sind das aus Ihrer Sicht vielversprechende Ansätze? Vielleicht jetzt nicht nur, aber auch für Frauen im ländlichen Raum? Ja, zumindest kann man sehen, dass Frauen erstmal testen, erstmal gucken. Und ich finde, es ist eine wunderbare Sache, so mit einem Coworking Space mobil durch die Dörfer zu ziehen und zu gucken, wie kommt das an? Und es kam unglaublich gut an, muss ich sagen. Und natürlich ist das eine gute Möglichkeit für den ländlichen Raum. Aber da möchte ich auch sagen, die haben das jetzt mit einem mobilen Teil gemacht. Da müssen wir gut gucken, wo können wir die unterbringen. Und da sehe ich auch immer so, da muss man nichts in die Landschaft bauen, sondern da ist es auch gut möglich, da Leerstände zu nutzen in den Dörfern. Einfach mal zu gucken, oder kann man es nicht auch in der Bibliothek machen? Oder also da ein bisschen kreativ sein, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich würde gerne noch einen Satz sagen zu der Frage, die vorhin im Chat gestellt wurde. Da ging es ja um die Rufnachfolge. Und ich glaube, da müssen wir alle Möglichkeiten nutzen. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen so eine Initiative außerfamiliäre Rufnachfolge. Also es gibt eine Verbindungsstelle, an die kann ich mich wenden. Die ist an der Landwirtschaftskammer angedockt, weil es auch eine gemeinsame Initiative ist, Landfrauen, Landwirtschaftskammer, Landwirtschaftlicher Verband. Und da kann ich mich, wenn ich einen Hof übergeben möchte, und ich möchte, dass der in familiärer Hand bleibt, ich möchte nicht einfach die Gebäude umnutzen unter Wohnwagen unterstellen, sondern ich möchte gerne, dass mein Betrieb, ich habe keinen Nachfolger, und dann einfach weitergeführt wird. Und diese Vernetzungsstelle, an die kann ich mich wenden, wenn ich einen Hofbetrieb übernehmen möchte keinen Betrieb habe. Und das finde ich, wir müssen viele Dinge einfach auch mal neu denken. Und wenn es auch sicherlich nicht dazu führen wird, dass wir Hunderte von Betriebssuchenden und Betriebsabgebenden zusammenbringen können, aber es ist eine gute Chance, einfach auch mehr. Ja. Also da braucht man auch neue Ideen, um Hochnachfolge anders zu denken und neu zu organisieren. Ich würde jetzt gerne mal den Bogen, weil es auch schon mal gefallen ist, zum Thema regionale Wertschöpfung schlagen und da aber auch gleichzeitig noch mal im Feld der innovativen Ansätze und Digitalisierung bleiben. Und zwar, Herr Möller, es gibt ja auch Ansätze von Start-ups aus dem digitalen Bereich, die sich zur Aufgabe machen, Direktvermarktung über digitale Plattformen zu stärken. Da steckt ja auch häufiger mal der Ansatz hinter, der Hipster am Prenzlauer Berg kann sich seinen Landwirt aussuchen, von dem er dann dessen Schwein wiederum, von dem er dann nach erfolgreichem Mastzyklus das Kotelett bezieht. Sind das Ansätze, wo Sie sagen, wenn der profitieren, können sowohl Landwirte wirtschaftlich profitieren, und das ist vielleicht auch dazu angetan, die Wahrnehmungskluft oder die Missverständnisse zwischen Stadt und Land zu überbrücken? Also ich habe mir das für mein Buch mal angeschaut damals. Ich würde sagen, es ist eine Nische, und man sollte prinzipiell erstmal allem
positiv begegnen, das Stichwort Heterogenisierung, neue Kundengruppen erschließen und so weiter ist ja auch bei meinen beiden Vorrednerinnen schon angeklungen. Ich denke, man sollte trotzdem keine übersteigerten Erwartungen haben. Also nochmal, ich glaube, der große Hebel, der auf der einen Seite, auch Peter Müller eben das Thema Homeoffice, wir müssen gucken, wie sich das alles entwickeln wird, inwieweit vielleicht doch die Bereitschaft der Menschen wieder da ist, sich physisch auch stärker zu treffen. Wir erleben zu viele widersprüchliche Signale auch in der Debatte. Also wenn man sich einen derartig systemrelevanten Bereich wie die Landwirtschaft während Corona anguckt, dann ist trotzdem, glaube ich, wenn man mal so in den Newsfeeds schauen würde, Nitrat, Tierwohl, Insektenschutz und so weiter, wären dort die entscheidenden Stichworte. Das ganze Thema Benzinpreisdebatte im Vorfeld der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, wir können 10 Konzepte heute schreiben, wie wichtig es ist, sozusagen die Zersiedlung des ländlichen Raumes gerade im Osten irgendwie zu stoppen, mehr Arbeit in den ländlichen Raum zu legen. Wenn Sie gleichzeitig ein Dauerfeuer haben im Hinblick eigentlich auf eine Diskreditierungswürdigkeit sozusagen des Individualverkehrs und der Mobilität, dann reißen Sie das, glaube ich, ein Stück weit wieder ein, was Sie versuchen im Vorfeld aufzubauen. Also ich denke, da brauchen wir einen realistischen Blick auf die Frage, welche Signale kommen tatsächlich dann auch bei den Leuten an. Und zurück zu Ihrer Ausgangsfrage. Ich finde, das sind sympathische, Belege, Nischenmärkte zu erschließen. Das gilt für alle Branchen so, das gilt auch für den Maschinenbau so. Wir müssen gucken, wo neue Kundengruppen sind, die vielleicht auch weniger preissensitiv sind, für die das, wie es so schön heißt, Narrativ am Ende eben auch die Marge rechtfertigt. Und letztlich ist das teure Hofcafé nichts anderes. Also insofern ist die Nische, die man im Internet findet, nichts anderes als ein digitales Hofcafé. Ich suche mir jemanden aus, ich baue in dem Fall eine virtuelle Beziehung zu ihm als heimischen Produzenten auf. Und wie gesagt, die großen Hebel, glaube ich, lauern. Aber trotzdem, wenn wir über den Struktur des ländlichen Raums, letzter Satz, schauen Sie sich mal ein Buch wie Unter Leuten von Juli C. an, also die Konflikte auch ein bisschen suffisanterweise, die entstehen, wenn die Berliner rausziehen in die Uckermark und dort sozusagen Lebenswelten aufeinandertreffen. Ich glaube, da müssen wir ran. Und an die widersprüchlichen politischen Signale vom Benzinpreis angefangen bis hin zu im anderen Themen Pflanzenschutz, Klima und so weiter. Und wenn man das ein bisschen in eine Symmetrie bekommt, dann wäre schon viel gewonnen. Gut, also wir brauchen im Prinzip, es ist dann sozusagen Ihr Plädoyer dafür, auch die Infrastruktur zu stärken. Erstmal im Individualverkehr, sicherlich auch im öffentlichen Personennahverkehr, aber auch generell eine tragfähige, auch medizinische Infrastruktur. Ja, wir dürfen sie nicht diskreditieren. Also wir müssen sozusagen die individuellen Alltagsprobleme der Leute, glaube ich, an den Anfang jeder Debatte stellen. Also nicht nur sozusagen ein Zielpunkt, wo man hin will, das tun wir relativ häufig, von den CO2-Zielen angefangen bis hin zum Tierwohl, das ist auch richtig und wichtig, man muss wissen, wo man hinmarschiert. Aber wir müssen auch ein offenes Auge haben, wie der Alltag sich für die Leute gestaltet. Ich sehe das ein bisschen aus Berlin-Brandenburger Brille. Ich breche an der Stelle mal ab, es wird zu lang. Gut, also das Stichwort Alltag, da sehen Sie ja, glaube ich, Frau Bentkemper, auch noch Luft nach oben, was die Infrastruktur generell in einigen ländlichen Räumen angeht. Wäre das jetzt mal ganz kurz gefragt, auch wo sehen Sie da jetzt in welchen Feldern den meisten Nachholbedarf oder Aufbaubedarf? Naja, Herr Müller hat es doch an vielen Stellen ist heute schon gefallen. Also Digitalisierung ist was ganz Wichtiges, wobei ich auch sagen muss, ich bin ja digital auch viel unterwegs und bin permanent in Sitzungen. Ich wohne sehr stadtnah und habe hier doch durchaus auch das eine oder andere Mal Probleme. Ich darf nur an dieser Stelle in diesem Büro sitzen, ansonsten funktioniert das hier nicht bei uns. Also ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich mit Berlin also chatte oder mit Berlin Sitzungen habe, das bricht des Öfteren zusammen. Also ich weiß gar nicht, da gibt es den ländlichen Raum. Wir brauchen eine gute Infrastruktur, was das Breitband anbelangt, Glasfaser, überall in Deutschland. Und da sind wir, da bricht man ab, glaube ich, so im ländlichen Raum eher mal, reißt man da die Straße auf und legt das Kabel als vielleicht in der Stadt. Also grundsätzlich müssen wir da genau hingucken. Wir brauchen das alle und öffentlichen Personennahverkehr.
Also ich muss sagen, natürlich ist das etwas, was wir für die ländlichen Räume brauchen, aber wir müssen uns doch nichts vormachen. Also es wird nicht so sein wie in den Städten. Es wird nicht alle 10 Minuten der Bus vorbeikommen und es wird so sein, dass wir dass wir auch auf dem Lande das Auto weiterhin brauchen. Das ist einfach Fakt und gibt es da natürlich im öffentlichen Personennahverkehr muss was getan werden. Aber es gibt eben immer, Herr Möller hat es vorhin gesagt, auch die individuellen Bedürfnisse. Gut, aber ich meine, man könnte ja jetzt auch die These aufstellen und sagen, die Infrastruktur, sei es im Verkehr, sei es in der medizinischen Versorgung, sei es bei Läden etc., kommt, wenn die Wertschöpfung in die Region kommt. Und das ist ja auch, ja, jetzt nochmal sicherlich auch verstärkt durch die Corona-Krise Gegenstand auch europapolitischer Debatten zu sagen, wir stärken regionale Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaft. Nun geht aber, Frau Konrad, die Reise da ja oft in die andere Richtung, dass sich gerade so die Verarbeitungsstrukturen, ich blicke da auf Schlachter, ich blicke da aber auch auf Mühlen, dass sie sich eher konzentrieren auf wenige große Hochleistungsstandorte. Kann man dieses Rad zurückdrehen und mehr Wertschöpfung in die ländlichen Räume holen? Hier die Frage ist ja, wie definiert man Wertschöpfung und wie erhält man überhaupt die Wertschöpfung, die heute noch da ist? Das ist, glaube ich, die Frage, vor der wir heute nach den Jahren stehen, die wir jetzt auch hinter uns haben, gerade im Bereich in der Landwirtschaft. Insgesamt kann man für die ländlichen Räume halt sagen, dass Gleichwertigkeit nicht Gleichheit bedeutet. Das ist das, was Herr Möller gerade adressiert hat. Wir können nicht davon ausgehen, dass Frau Bentkemmer hat ja völlig recht, dass der Bus alle 10 Minuten kommt. In eine Familie auf dem Land braucht auch 2 Autos, wenn sie Kinder hat. Das gehört eben auch zur Lebensrealität von Menschen auf dem Land. Ich würde aber jetzt gerne nochmal wirklich auf die regionalen Wertschöpfungsketten zu sprechen kommen. Und das hat natürlich auch Einfluss darauf, wie ländliche Räume sich in Zukunft auch besiedeln. Das hängt an der Digitalisierung und daran hängen auch die Wertschöpfungsketten ganz maßgeblich. Also wenn kein Kunde da ist, der regionale Produkte nachfragt, dann hilft der beste Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten nicht. Und wenn die Voraussetzungen in Bezug auf Planungssicherheit, aber auch in Bezug auf gesellschaftliche Akzeptanz nicht gesetzt werden, von Seiten der Politik, aber auch von Seiten der Kritiker, und da müssen wir auch in der Runde mal ganz klar NGOs adressieren, die mir bis heute nicht gesagt haben, wenn ich einen regionalen Schlachthof wieder eröffnen möchte, mit einigen Landwirten zusammen, was ist denn die geeignete Betäubungsmaßnahme in Zukunft? Ist es die CO2-Betäubung noch, die bisher der Goldstandard war, die jetzt auch in Verruf kommt? Oder welche Voraussetzungen sind denn eigentlich für mich als Landwirt dann relevant, wenn ich heute so eine Investition tätigen will, die ja dann auch für 20 Jahre einfach angelegt ist? Und diese Planungssicherheit herzustellen in einem Umfeld, in dem weder Politik klar ist, in dem einige politische Parteien auch mit dem Thema Landwirtschaft den Konflikt zwischen Stadt und Land permanent schüren, da wünsche ich mir einfach auch Kräfteverhältnisse und ein Wahlergebnis im Herbst, das den politischen Parteien mehr Kraft gibt, die genau das vermeiden und nicht tun. Gut, also dann braucht man im Prinzip so den Zirkel aus der passenden Infrastruktur, um die potenziellen Abnehmer einer regionalen Wertschöpfung zu schaffen und auch gleichzeitig dann wieder, da führt kein Weg dran vorbei, die Akzeptanz dann auch dieser Strukturen vor Ort. Nochmal ganz kurz auf einen anderen Punkt der Wertschöpfung. Das Thema Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft gewinnt an Bedeutung. Und Herr Müller, Bayer Crop Science, hat gerade erst bekannt gegeben, das Carbon Farming Program, also nach Europa und somit auch nach Deutschland zu holen, wo Landwirte dafür entlohnt werden, wenn sie CO2-schonende oder bindende Praktiken übernehmen auf ihren Höfen. Jetzt ganz kurz, sehen Sie darin auch ein Potenzial oder inwieweit steckt darin Potenzial, auch Wertschöpfung zu halten oder zu stärken im ländlichen Raum? Ja, ganz ehrlich, in erster Linie sehe ich darin einen Mechanismus, die Landwirte dafür zu entlohnen, was sie tun, über den Marktmechanismus. Und dass wir einfach mal aus dieser Subventions- und Landschaftspflegerdiskussion auch ein Stück weit rauskommen. Landwirte sind Unternehmer. Landwirtschaft ist ein Wirtschaftssektor. Das vergessen wir meines Erachtens viel zu schnell in solchen Debatten. Was wir, sicherlich viele andere auch, Carbon Farming ist ein absolutes Hype-Thema. Was wir aber
damit betreiben wollen, ist eigentlich ein marktwirtschaftlich geprägtes System der Entlohnung für das, was Landwirte tun, nämlich in dem Fall CO2 zu binden durch ihre Tätigkeit. Und damit sehen wir durchaus eine Möglichkeit, natürlich auch den ländlichen Raum weiter als Ort der Landwirtschaft, die auch unternehmerisch Sinn macht, die somit auch nachhaltig ist. Nachhaltigkeit ist Ökologie, aber eben auch Ökonomie und die gesellschaftliche Dimension, die dahinter steckt. Und diese Themen werden zu oft, zu schnell außer Acht gelassen. Ich glaube, es ist wichtig, den Wirtschaftsstandort ländlicher Raum auch zu stärken, zum Beispiel über solche Maßnahmen. Gut, da kommen wir jetzt nochmal, Stichwort Marktwirtschaft. Wir haben noch einen Kommentar aus dem Chat, dass es hohe bürokratische Hürden gibt, gerade für Quereinsteiger, selbst wenn sie aus der Landwirtschaft stammen, aber berufsfremd arbeiten. Ganz kurz, Frau Konrad, ist das was, wo man ran muss? Was können Sie dem Zuschauer dazu sagen? Ja, definitiv, da muss man ran. Und das Ziel ist doch, also wir brauchen noch mehr junge Leute in der Landwirtschaft und nicht weniger. Und wer immer seine Leidenschaft in der Landwirtschaft sieht, der soll die doch bitte auch da verwirklichen können. Das muss doch unser Ziel sein. Und der Befund heute ist doch ein ganz anderer. Die Masse der Landwirte ist weit über 50 Jahre alt, unter 35-Jährige, da wird das prozentual mittlerweile einstellig. Und das ist die Herausforderung, die wir eigentlich zu bewältigen haben. Bei allen Debatten, die darum gehen, dass wir wieder kleinbäuerliche Strukturen haben wollen, läuft die Demografie genau in die andere Richtung, nämlich dass immer weniger Landwirte genau die gleiche Arbeit zu leisten haben. Und da ist doch jede helfende Hand gefragt. Und da müssen die Voraussetzungen dafür gelegt werden. Und da hilft es auch nicht, in GAP-Reform den Zugang über Junglandwirteprogramme ausschließlich für die zu gestalten, die in Betrieben groß geworden sind, sondern da muss man tatsächlich überlegen, wie man auch das Kapital bereitstellt für Leute, die sich da was aufbauen wollen mit einem coolen Konzept. Und genau diese Zukunftsthemen, die ja auch im Klimaschutz, Herr Müller hat das richtig gesagt, liegen und die Chancen, die da drin liegen, auch unabhängiger zu sein von Subventionen, die jetzt ja fast die Hälfte der Betriebseinkommen ausmachen. Jeder Weg dahin ist der, der gefragt ist und da gibt es unglaublich viel zu tun. Also Innovationen fördern, Quereinsteiger auch durchaus fördern. Damit würde ich, wir könnten jetzt hier sicherlich noch lange weiter diskutieren, aber so langsam geht unsere Zeit zu Ende. Deswegen würde ich an der Stelle gerade den Schlenker zu Herrn Möller machen für ein Schlusswort. Und zwar, wenn wir doch auch Quereinsteiger brauchen, wenn wir innovative Ideen brauchen. Inwieweit kann man es dann schaffen, dass jetzt zum Beispiel, wenn sich ein Hipster aus dem Prenzlauer Berg, um nochmal das Klischee zu bemühen, berufen fühlt, ins Brandenburgische zu ziehen, um dort eine innovative Unternehmensidee umzusetzen. Wie kann man das dann schaffen, dass gerade auch solche Menschen dann auch ein sozialer Gewinn für den ländlichen Raum werden und dort auch mehr Leben ist? Ich kann hier nur eine butterweiche, pastorale Antwort geben. Augen aufhalten, sich ein bisschen in das Umfeld einfühlen. Ich glaube, das geht schon. Das ist eher eine Frage, die jetzt sozusagen im Bereich des Menschlichen und des Willens angesiedelt ist, wahrscheinlich als in dem des Regulatorischen. Lassen wir die Hipster mal in Ruhe vielleicht. Aber wenn es zu mehr Austausch zwischen Stadt und Land kommt, ob das über ein Hofcafé ist oder mal beim Besuch beim heimischen Fischer, dann wäre schon viel getan. Insofern, fahrt raus, geht aufs Land, schaut euch an, was dort gesprochen und was dort gedacht wird. Wunderbar. Frau Bentkemper, tat noch mit den Hufen, möchte auch noch einen letzten Gedanken loswerden. Genau, wir sind mit der Zukunftskommission gestartet und vielleicht ist es auch schön, wenn wir damit vielleicht das Schlusslicht machen. Bund der Landjugend und BUND-Jugend ist es innerhalb der Zukunftskommission gelungen, eine gemeinsame Zukunftsvision zu entwickeln. Und das muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Schauen Sie alle in den Schlussbericht rein. Und also ich finde, dass wenn junge Menschen bereit sind, sich in der Landwirtschaft, wirklich in der Landwirtschaft aktiv zu werden, mit natürlich den Herausforderungen, was Umweltschutz, Tierschutz und alles anbelangt, dann finde ich das sehr, sehr positiv und erfreut mich sehr. Wunderbar. Und da wir jetzt die Schlusswortstrategie ohnehin ein bisschen aufgeweicht haben, möchte ich zumindest in dieser Runde hier für gleichwertige Verhältnisse suchen und würde jetzt dann auch noch Herrn Müller und Frau Konrad bitten, ganz kurz ein kleines Schlussstatement abzugeben. Sie wollen zuerst, Herr Müller, bitte. Nee, eigentlich war das das Zeichen, den Vortritt Frau Konrad zu lassen. Aber ach so, ich dachte, wir hätten sich gewählt. Naja, dann Ladies first. Sie wissen, was ich gehört. Das ist schön.
Ich mache einfach mal ein Schlusswort kurz und knapp. Also ich komme vom Land und ich fühle mich nicht benachteiligt. Es ist schön auf dem Land, es ist lebenswert und es macht viel Spaß. Und wenn ich in Berlin war, freue ich mich auch immer wieder zurück aufs Land zu kommen. Also es macht auch Spaß, ein Landei zu sein. Na, das ist doch wunderbar. Jetzt aber auch, Herr Müller. Ich habe mein Leben offen gestanden in Großstädten zugebracht. Die größte war, glaube ich, ca. 23 Millionen groß. Das wusste man nicht so genau. Das war Mumbai. Mittlerweile lebe ich auch im ländlichen Raum. Ich glaube, dass die Zukunft des ländlichen Raums wesentlich positiver, rosiger aussehen wird, als wir das noch so vor ein paar Jahren gesehen haben. Das Wichtigste ist, dass wir auch dementsprechend handeln. Alle gemeinsam, egal ob aus der Wirtschaft, aus der Politik oder die Menschen, die im ländlichen Raum auch heute schon leben. Am Ende des Tages würde ich mir wünschen, dass diese ganze Debatte in Deutschland zwischen Stadt versus Land mal so ein bisschen weniger polarisieren wird und dass wir uns alle offen gestanden als Gesellschaft in Deutschland verstehen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen also, wir brauchen neue Ansätze, innovative Ansätze, müssen auch mal querdenken. Also ne, jetzt kein Missverständnis, querdenken im positiven Sinne. Müssen die Unternehmerinnen im ländlichen Raum stärken und vor allem entbürokratisieren und ja auch jede Nische, jeden Ansatz der Wertschöpfung eine Chance geben. Ich bedanke mich sehr herzlich hier für die Runde, für diese vielfältige und lebhafte Diskussion. Bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie zu der frühen Stunde dabei waren und für Ihre Beteiligung an unserer Gesprächsrunde. Und bevor ich mich jetzt Bevor wir uns jetzt hier verabschieden, möchte ich noch darauf hinweisen, in wenigen Wochen sind wir auch wieder mit dem Agrargespräch in On Air. Und zwar geht es dann um das Thema Agrarpolitik vor der Bundestagswahl. Wo geht die Reise hin? Moderiert von meiner Kollegin Henrike Schirmacher, der Politikkorrespondentin der Agrarzeitung und vielen spannenden Gästen. Über den genauen Termin halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden. Aber jetzt bleibt mir noch Ihnen ein schönen Tag und eine angenehme Restwoche zu sitzen, egal wo Sie sind, auf dem Land oder in der Stadt.